Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein heutiges Video ist ein One-Brand-Only-Tutorial von Alltag zu Abend. Keine Ahnung, wie ich das genau formuliere. Naja, mal gucken. Wie ihr mitbekommen habt, war ich vor ein paar Wochen mit Catrice Cosmetics in Berlin und dort wurden mir auf dem Blogger-Event die ganzen Neuheiten vorgestellt. Das war einfach mega, mega cool und wir haben so viele Goodies bekommen, die wir natürlich auch austesten können. Und genau das mache ich heute. Ich möchte euch heute einen sehr natürlichen Look zeigen mit komplett nur Drogerieprodukten. Und danach noch einen kleinen Trick, wie ihr euren natürlichen Make-up-Look in einen etwas krasseren umändern könnt. Ich hatte euch nämlich auf Snapchat gefragt, was ihr euch mehr wünscht, natürlich oder krass. Und ihr wart euch überhaupt gar nicht einig. Es war halt wirklich komplett auf der gleichen Stufe. By the way, falls ihr noch nicht zur Snapfam gehört, solltet ihr das definitiv schleunigst ändern. Snapfam ist bae. Aber ja, da ihr mich kennt und ich die Labertroller überhaupt bin und ich euch einiges in diesem Video zu zeigen und zu erzählen habe, würde ich sagen, fangen wir direkt mal an, damit das Video nicht wieder unendlich lang wird. Als allererstes prime ich mein Gesicht mit dem Prime and Fine Pore Refining Anti-Shine Face Base und den trage ich mit den Fingern auf, in allererster Linie in den Partien, wo ich etwas erweiterte Poren habe. Das heißt hier leicht auf der Stirn, auf der Nase und ein bisschen im Mundbereich. Ein weiteres Produkt, was ich zum Prime benutze, ist das Prime and Fine Anti-Redness. Und zwar ist das hier ein Farbkorrektor. Und zwar soll der so ein bisschen die Rötung aus der Haut nehmen. Deswegen ist das Ganze auch grün. Krass. Das ist wirklich sehr, sehr grün. Ich bin mal gespannt. Und das trage ich so ein bisschen im Wangenbereich auf, weil ich dort halt so ein paar Rötungen habe. Es ist keine richtige schlimme Akne, aber ich habe halt so ein bisschen gerötete Haut manchmal. Und ich hoffe, das kriegen wir hiermit schön weg. Als Foundation benutze ich heute die All Matte 18 Stunden im Farbton 020 Nude Beige. Viele hatten sich gewünscht, dass ich die Liquid Camouflage benutze. Die habe ich auch, die mag ich auch sehr gerne. Aber ich wollte hier heute ganz gerne mal diese neue testen. Ist halt eine matte Foundation mit langanhaltendem Effekt und komplett ölfrei. Und kommt hier mit so einem kleinen Applikator. Ich mag das aber nicht so gerne, mit dem Applikator ins Gesicht zu gehen. Deswegen mache ich mir das auf den Handrücken und trage das von hier an mit dem Beauty Blender auf. Wow, krasse Deckkraft. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber es ist nicht so 100% flüssig. Es ist so ein ganz bisschen dickflüssiger. Es ist keine richtige Creme. Aber es ist halt auch nicht wässrig. Mag ich von der Textur sehr gerne, weil ich da wirklich das Gefühl habe, ich kann das schön auf der Haut verteilen, ohne dass mir das irgendwie verläuft. Aber auf der anderen Seite auch nicht zu fest ist. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das hier ist jetzt eine dünne Schicht ebenmäßig auf meinem Gesicht verteilt und ich muss sagen, es gefällt mir echt sehr gut. Ich weiß nicht, wie es in der Kamera hundertprozentig aussieht, der Bildschirm ist sehr mini, aber im Spiegel muss ich sagen, gefällt es mir echt sehr gut, weil ich halt das Gefühl habe, alles, was ich nicht so gerne habe, ist abgedeckt, aber meine Haut sieht halt trotzdem noch mehr oder weniger nach Haut aus und nicht nach so einer dicken Maskenschicht. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut und ich freue mich total, dass ich direkt die richtige Farbe gefunden habe für mich. Aber im Zweifelsfall hätte ich diese Goodies hier gehabt. Und zwar gehören die hier zu den absoluten Neuheiten bei Catrice. Und zwar sind das kleine Tröpfchen, die ihr in eure Foundation reinmischen könnt und halt das Ganze entweder heller oder dunkler machen könnt. Das finde ich mega geil, weil ich muss sagen, in der Drogerie finde ich es oft schwierig, den richtigen Farbton für sich zu finden. Manche Sachen sind zu hell, manche zu dunkel, manche zu gelb, manche zu rosa. Und wenn man halt einfach ein sehr farbneutral, die hier haben keinen gelb- oder roséstichigen Unterton, ist halt wirklich sehr neutral, einfach um es dunkler oder heller zu machen hat, finde ich das hier super, super cool und ich möchte es ganz gerne mal ausprobieren. Dementsprechend benutzen wir das hier leicht fürs Contouring. Ihr seht, ich habe mir jetzt hier so einen kleinen Klecks draufgenommen und werde das jetzt ganz soft als Creme-Contour benutzen. Und da das Ganze hier ja keinen richtig krassen Unterton hat, sollte das auch gut eingeblendet werden. Und das Ganze blende ich nun mit meinem Beauty Blender wirklich schön ein. Ich muss persönlich sagen, dass mir das hier sehr gut gefällt. Es ist natürlich keine so richtig krasse Instagram-Kontur, sondern eher ein bisschen softer, dass man es halt auch im Alltag ohne Probleme machen kann. Und ich persönlich finde, Creme lässt sich halt wirklich schön und gleichmäßig verteilen, sodass das Ganze halt im Endeffekt nicht fleckig aussieht. Aber wie gesagt, in allererster Linie sind die zwei gedacht, um Foundation heller und dunkler zu bekommen. Und ich finde es super cool, dass Catrice sowas in die Drogerie bringt. Ich kannte sowas bisher halt nur von teureren Marken und die funktionieren halt, wie ihr seht, echt super cool. Sowohl zum Dunkel
dunkler machen als auch zum Konturieren. Machen wir weiter mit Concealer und ich bin in letzter Zeit komplett Anti-Concealer. Ich benutze eigentlich gar keinen Concealer mehr und so viele von euch hatten gesagt, oh mein Gott, Jolina, du musst den hier ausprobieren. Weil mein Problem ist halt einfach, ich habe keinen Concealer, den ich wirklich mag. So, es gibt Sachen, die sind okay, aber irgendwie wirklich hundertprozentig zufrieden bin ich mit keinem. Und gefühlt alle von euch haben mir gesagt, ohne Scheiß, probier den Liquid Camouflage von Catrice. Es ist der beste Concealer ever und ja, deswegen habe ich den hier jetzt heute mal zum Testen. Ich freue mich schon total, das hier auszuprobieren, weil vielleicht wird das hier mein neuer Holy Grail. Nur als Farbreferenz, ich bin hier im Ton 020 Light Beige. Und auch hier kommt wieder der Beauty Blender zum Einsatz, um das Ganze wirklich auszublenden. Lässt sich auf jeden Fall unglaublich glatt und einfach verblenden, ohne sich irgendwie blöd abzusetzen. Gefällt mir sehr gut. Krass, und die Deckkraft ist der Hammer. Ich glaube, ich hätte eher auf euch hören müssen. Gefällt mir bisher echt mega gut. Wenn das Ganze jetzt auch noch gut hält über den Tag, bin ich überzeugt. Und ich hoffe, es wird nicht zu trocken. Das war ja bei Maybelline Concealer letztes Mal so ein bisschen mein Problem. Der sah auch erst super aus. Aber ich habe halt eine leider sehr, sehr trockene Haut. Und das hat echt nicht so gut für mich funktioniert. Deswegen hoffen wir mal, dass der hier besser ist. Fixieren wir das Ganze nur mit einem Puder. Da benutze ich das 18 Stunden Made to Stay Powder. Ist ein mattierendes, wasserresistentes Puder. Und das gebe ich ganz soft komplett drüber, damit halt alles wirklich schön in Position bleibt. Als nächstes mache ich weiter mit meinen Augenbrauen und zwar benutze ich da den Eyebrow Stylist von Catrice und ich finde es total cool, dass der hier direkt schon ein Bürstchen mit dran hat und mit dem fülle ich jetzt meine Augenbrauen auf. So, das hier sind die Augenbrauen jetzt dran. Ich muss sagen, das gefällt mir ganz gut. Ich bin doch trotzdem eher Fan vom Puder. So, Stift hat halt jetzt einfach viel, viel länger gedauert, aber ich muss sagen, das Ergebnis ist okay. Aber Puder geht halt einfach viel schneller. Und gerade so im Alltag für ein Natural-Ding will ich halt so schnell wie möglich einfach morgens aus dem Haus. Machen wir weiter mit meiner absoluten Lieblingskategorie. Und zwar ist das Highlighter. Und zwar hat Catrice neue Liquid Highlighter rausgebracht. Einen sehr stichigen Ton und einmal etwas goldener. Die kommen hier mit so einer kleinen Pinselspitze, wo man so ein bisschen drehen muss, bis was rauskommt. Das hier ist der rosé-stichige. Und das hier ist der goldene. Gefällt mir echt sehr gut. Und ich weiß gar nicht, welchen ich nehmen soll. Ich glaube, ich nehme den rosé-stichigen und mische so ein ganz bisschen Gold rein. Ja. Das machen wir. Und diese Applikatoren sind eigentlich ja gedacht, um direkt ins Gesicht zu gehen. Das mag ich persönlich nicht so gerne, einfach weil ich da nicht so viel Kontrolle habe, wie ich gerne haben möchte. Dementsprechend mache ich mir auf meinem Handrücken hier so eine kleine Mischung aus den beiden fertig und platziere das ganz soft mit dem Finger. Und blende das nun ganz leicht mit so einem Synthetikpinsel aus. Und ich meine, ihr kennt mich, ich bin die selbsternannte Glow Queen. Zwei gemischte Highlighter sind mir noch nicht genug. Ich brauche natürlich noch einen dritten oben drüber. Und zwar ist es einer der Highlighting Powder. Oh nein, ich sehe gerade, das ist Limited Edition aus der Preta Lumière. Sorry. Ja, ich muss es trotzdem drüber machen. Jetzt habe ich es aufgemalt und mich verliebt. I'm sorry. Es tut mir gerade total leid, wenn ich euch anfixe, aber ich will einfach... Oh Gott. Wow. Leute, oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie schön ist der denn? Ich glaube, das ist der schönste Highlighter, den ich jemals in der Drogerie gesehen habe. Krass. Yes! Oh mein Gott, der ist so schön. Krass. Oh Mann, wieso ist der limitiert? Catrice, den hier müsst ihr permanent rausbringen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Catrice, bitte, permanent. Auf jeden Fall. Golden Glow aus der Preta Lumière. Den wollen wir alle haben. Look at that. Crazy, oh mein Gott. Als nächstes machen wir weiter mit den Augen und dafür hole ich euch einen kleinen Ticken näher ran. Für mein Augen-Make-up benutze ich heute eine der neuen Paletten von Catrice und das hier ist The Essential Nude. Mega, mega cool. Da gibt es nämlich neue Paletten, wie gesagt, von Catrice. Und was ich super cool finde, ist, dass sie dieses kleine Pinselchen halt weggelassen haben und dafür mehr Lidschatten drin ist. Finde ich halt viel besser, weil dieses kleine Pinselchen benutzt halt eh niemand. Also natürlich, ein paar Leute benutzen es, aber die meisten benutzen halt irgendwie ihre eigenen Pinsel. Dementsprechend finde ich das hier cool, dass man mehr Lidschatten bekommt, anstatt so ein kleines Plastikpinselchen. Für den Natural Look gehe ich nun allererstes mit diesem matten Ton rein und definiere damit ganz soft meine Lidfalte. Die Lidschatten sind hammermäßig pigmentiert, die haben wir auch auf dem Blogger-Event auch schon ausprobiert. Und ganz ehrlich Leute, ich kann euch diese Palette nur ans Herz legen.
Die Qualität ist der absolute Hammer und ihr wisst, ich bin eigentlich immer relativ skeptisch, was Drogerie-Lidschatten, gerade Lidschatten angeht, aber die hier sind der absolute Wahnsinn. Ganz, ganz bisschen gehe ich nur noch rein mit dem zweiten Ton von rechts hier, einfach für so ein ganz bisschen mehr Dimension, aber auch nicht allzu krass, nur für ein bisschen mehr Schattierung. Als ich mir eben überlegt habe, wie ich diesen Make-up-Tutorial aufbaue, von natürlich in etwas krasseres, habe ich erst gedacht, ich mache den Lidstrich halt beim Krassen, halt nachträglich dazu. Aber ich weiß, die meisten von euch tragen Lidstrich auch gerne einfach so im Alltag. Kann ich voll und ganz verstehen, ich trage auch unglaublich gerne Lidstrich. Aber ich werde es so machen, dass ich mit dem Puder hier arbeite und mir damit einen etwas softeren Lidstrich ziehe, anstatt so ein richtig krass Hammer Lidstrich, wenn ihr versteht, was ich meine. Dafür nehme ich den allerdunkelsten Ton und einen kleinen angeschrägten Pinsel. Seht ihr das? Einfach ein Ticken dunkler als hier und trotzdem nicht so krasser Aufwand, weil seinen Lidstrich perfekt hinzubekommen, ist natürlich immer ein kleiner Struggle. Und so finde ich es halt schnell, einfach und trotzdem eine schöne Wirkung. Und als Final Touch kommt nur noch ein bisschen Schimmer rein. Dafür benutzen wir den Light-Ton. Sowohl im inneren Augenwinkel als auch unter der Augenbraue. Der letzte Schritt ist jetzt natürlich noch Mascara. Und da bin ich in letzter Zeit mega der Fan von der Glam Doll False Lash Mascara, der Lavendelfarbenen. Die ist einfach so schön. Und die hat hier so ein bisschen krasses, geschwungenes Bürstchen. Finde ich super, super schön, weil man hiermit wirklich gut ans Auge rankommt und den Wimpern einen schönen Schwung verleiht. Schwung ist für mich immer persönlich das Allerwichtigste. Ich brauche eigentlich gar nicht so viel krass Volumen oder Länge. Ich will einfach nur, dass man meine Wimpern sieht, weil die sind halt echt steil und gerade wie ein Brett. Und das finde ich halt total doof. Dementsprechend finde ich das super cool, wenn eine Mascara den Schwung hält, aber nicht wasserfest ist. Weil wasserfeste Mascara geht halt abends immer sehr, sehr schwer ab. Seht ihr den Unterschied, den die Mascara jetzt gerade gemacht hat? Mit, ohne. Und für den natürlichen Look halt auch nur oben. Ich finde es halt im Alltag super cool, wenn man unten nichts hat, um im Nachhinein halt unten noch zusätzlich aufbauen zu können. So, die Augen sind jetzt damit auch fertig. Das letzte, was natürlich noch fehlt, ist was auf der Lippe. Und auf der Lippe habe ich mir überlegt, zeige ich euch auch eine natürliche Version. Und zwar habe ich hier als erstes den Ombre Two-Tone, also zwei Töne in eins. Und das sieht mega cool aus. Ich muss euch das einmal zeigen. Ihr habt hier halt eine dunklere Spitze und etwas helleres, um halt automatisch einen Ombre-Effekt zu erzielen. Und auf der Lippe sieht das wie folgt aus. Ich muss sagen, ich finde das mega, mega cool. Ihr könnt das natürlich noch einen Ticken intensiver lassen. Ich mag es ganz gerne, wenn man dann die Lippen so ein bisschen zusammenpresst, damit die Farben halt so ein bisschen softer sind, weil dieses super krasse konturierte auf der Lippe mag ich nicht so gerne. Aber ich finde es super cool, dass es hier so dieses 2 in 1 gibt, dass man einfach drum, drum und fertig. Finde ich sehr, sehr cool. Und auch die Farbe 030 Gradation Nude ist mega, mega schön. Super alltagstauglich und ich mag es echt gerne. Bei den Lippen wollte ich euch aber noch was Zweites zeigen. Und zwar sind das die neuen Lip Cushion. Ihr kennt wahrscheinlich schon Cushion Foundations, wo man hier so ein Schwämmchen hat und dann die Foundation da rauskriegt. Das gibt es von Catrice jetzt auch für die Lippen und zwar dreht man hier wieder. Kleiner Tipp, es geht immer schneller beim Drehen, wenn ihr es über Kopf faltet. Und dann kommt hier aus diesem kleinen Schwämmchen das Produkt raus. Und das gebe ich einfach ganz leicht ins Zentrum drauf. Und dadurch sehen die Lippen dann halt noch um einiges voller und einfach gepflegter aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Die Lip Cushions kann man aber auch auf jeden Fall auch alleine tragen. Und die Haltbarkeit von denen ist echt toll. So, das hier ist dann der fertige natürliche Look. Jetzt zeige ich euch, wie ihr das mit ein, zwei kleinen Schritten super schnell ein bisschen aufglammen könnt. Wenn ihr zum Beispiel so zur Schule oder ins Büro geht und danach halt noch ein bisschen mehr einfach wollt. Zum Beispiel mit euren Mädels euch trefft oder halt irgendwo feiern geht oder keine Ahnung. So könnt ihr es halt mit ein paar Schritten so ein bisschen extra glam. Als erstes gehe ich hier rein mit einem Eyeshadow-Stick und zwar finde ich das hier super praktisch, weil das schnell vor allem geht. Und zwar ist das der Eye Medic in Matt im Farbton 020 Call Me Maddie. Der hat hier so einen kleinen Schwämmchen-Applikator und mit dem gehe ich einfach rein und intensiviere so ein bisschen hinten das Lid. Ganz leicht gehe ich mit diesem Eye Medic-Stift auch an meinen unteren Wimpernkranz. Und für den krasseren Look darf natürlich auch ein Lidstrich nicht fehlen und da muss ich euch was zeigen. Und zwar gibt es von Catrice jetzt das Liquid Gel Cushion Eyeliner. Das hier ist auch ein kleines Schwämmchen, ein absoluter Hammer. Und das hier ist gefüllt mit Eyeliner, aber wenn ich es über Kopf halte, kommt nichts raus.
Das hier ist der absolute Hammer. Als wir das ausprobiert haben, sind wir alle vom Glauben abgekommen. Das ist halt voll mit Produkt. Mega, mega cool. Und damit ziehen wir uns jetzt einen Lidstrich. Absolute Weltklasse. Ganz ehrlich, dieser Eyeliner gefällt mir mega, mega gut und ich weiß, dass ich den 1 Milliarde %ig auch nachkaufen werde, weil das funktioniert mega geil. Okay, ich bin ganz ehrlich, der Liner ist gerade ein bisschen länger und krasser geworden als eigentlich geplant, aber ich habe mit Flüssig-Eyeliner halt noch nicht ganz viel Übung. Ich mag halt normalerweise richtiges Gel lieber und das war gerade so... Ging halt so einfach und schnell, dass ich so ein bisschen ausgerastet bin. Aber ich muss sagen, es ist absolut matt, es ist absolut deckend und es ist halt wirklich schwarz. Es ist kein Grau, es ist kein Braun, es ist pechschwarz. Jetzt gönnen wir uns noch ein bisschen mehr Mascara. So, ich habe meinen Lippenstift jetzt abgemacht, damit wir auch bei den Lippen ein bisschen krasser werden können. Und dafür benutze ich einen der neuen Velvet Matte Lip Pencil. Und Leute, glaubt mir, das hier sind die geilsten Lip Pencil ever. Wenn ihr die MAC Pro Longwear Lip Pencil kennt, die sind halt auch wasserfest und super cremig, super farbintensiv. Oder die sind genauso aufgeklebt wie die von Kylie Jenner. Weil die MAC Pro Longwear und die Kylie Jenner Lip Pencil sind halt super identisch. Und die von Catrice, die neuen Velvet Matte, 1:1. Ich habe echt das Gefühl, es ist exakt dasselbe, halt nur viel, viel günstiger. Und wenn ihr es mögt, nur Lip Liner auf den Lippen zu tragen, werdet ihr die hier lieben, weil die sind halt auch nicht ganz so arg trocken wie normale, wie diese Holz, kennt ihr die? Also wo halt so eine richtige Spitze ist. Die hier sind halt so ein bisschen cremiger, aber trotzdem unglaublich langanhaltend. So, ihr Hübschen, das hier ist absolut geil. Das hier ist die Farbe 070 Dream of Aubergine. Mega schön. Ganz ehrlich, wie geil. Ich glaube, das ist fast ein 1:1 Dupe zu MAC Dark Out. Ja, ich glaube, es ist Dark Out. Ich finde es einfach nur absolut Hammer und es fühlt sich gar nicht richtig trocken an. Natürlich ist es matt, aber es ist nicht... so Sandwüste. Finde ich super angenehm und ich muss sagen, die Farbe ist der Hammer. So, meine Lieben, das war es dann auch schon mit meinem Make-up-Tutorial für heute. Sowohl natürlich als auch mit 1-2 Schritten verändert in etwas krasseres. Ich hoffe unglaublich, dass euch das Ganze gefallen hat und dass ihr diese 1-2 kleinen Tipps und Tricks, die ich euch im Verlauf des Videos gegeben habe, auch umsetzen könnt. Vergesst definitiv nicht, wenn ihr das nächste Mal in der Drogerie seid, euch die Catrice-Neuheiten anzugucken, weil ganz ehrlich... Hammer. Die kleinen Mixturen, um die Foundation zu verändern, die neuen Lidschattenpaletten, diese Highlighting Pens, die Lip Cushions für den Alltag und die Velvet Matte Lip Pencil. Am besten die einfach in allen Farben, weil die hier sind der absolute Hammer und ich sehe schon, alle werden ausrasten, weil sobald ihr die testet, Leute, ihr seid in love. Bevor ihr geht, vergesst aber definitiv nicht, bei meinem Instagram-Gewinnspiel mitzumachen, was ich euch vor ein paar Tagen ja auch schon angekündigt habe. Schaut auf jeden Fall bei Instagram vorbei, um ein paar dieser Neuheiten von Catrice zu gewinnen. Ich kann es euch echt nur ans Herz legen, weil, wie gesagt, ist schon der Hammer. Aber ja, ich glaube, das ist alles, was ich für heute zu erzählen habe. Ich würde sagen, bis wir uns das nächste Mal sehen, meine Lieben. Habt einen schönen Tag!